Servus Leute, im heutigen Video werden wir ein bisschen über den neuen LKW reden, was ich momentan alles für Probleme habe mit dem LKW und eventuell noch querbeet irgendwas. Das heißt, dieses Video wird lang. Für alle die, die sich sowas Langes nicht anhören können, können jetzt gleich abschalten. Ja Leute, ihr seht, ich sitze wieder im LKW und zwar bin ich unterwegs nach Rijeka und da fahren wir jetzt zusammen hin. Diese Woche, also heute ist Montag, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video online stelle. Ich werde vielleicht sogar heute Abend oder morgen früh, also ihr seht es dann entweder Montagabend oder Dienstag früh. Und letzte Woche war eine recht interessante Woche, was den LKW angeht. Und zwar erstmal am Montag bin ich zum TÜV, also oder sagen wir mal besser so, in Kroatien, wenn man ein Auto, also ein PKW oder ein Transporter oder ein LKW aus der EU nach Kroatien praktisch importiert oder einführt, dann muss man eine Homologation machen. Das heißt, du kommst dahin, zahlst, keine Ahnung, ich glaube fürs Auto kostet sowas irgendwie 80 Euro und für einen LKW war es jetzt mehr. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr genau erinnern, wie viel. Und die schauen dann, ob dieses Fahrzeug unseren Kriterien in Kroatien entspricht. Ja, Problem ist aber, du brauchst dafür ein COC-Papier. Die meisten gebrauchten LKWs vor allem oder Autos ist es meist so, dass dieses COC-Papier nicht mehr gefunden werden kann, was aber auch kein Problem darstellt. Das heißt zum Beispiel jetzt für den DAF habe ich bei DAF Kroatien angerufen, habe denen per E-Mail das Fahrzeugschein geschickt. Und die haben mir praktisch am selben Tag diese Bestätigung vom Hersteller geschickt. Problem ist aber, der Anhänger, der ist eine holländische Produktion und die haben in Kroatien keine Niederlassung oder die haben keine Vertretung. Das heißt, ich musste mit dem LKW zum TÜV, die haben dann den Anhänger und alles ausgemessen. Das Ganze geht dann nach Zagreb. Die entscheiden dann, ob das Fahrzeug so den kroatischen Richtlinien entspricht. Und siehe da, der Anhänger entspricht nicht ganz den kroatischen Richtlinien. Man würde jetzt sagen, okay, wie kann das sein? Der fährt ja 7 Jahre in Holland und Deutschland und Polen rum. Ja, ist aber einfach so. Und zwar wie folgt, ich habe am Montag bin ich dahin, habe dann auch gleich alles für den LKW erledigt. Das heißt, der LKW hat, glaube ich, schon am Dienstag TÜV und alles gehabt. Der Anhänger, den habe ich dann am Freitag habe ich das Ganze geschafft. Und da gab es auch noch ein Problem, weil ich einen seitlichen Unterfahrschutz montieren muss. Weil da gibt es so einen Staukasten. Dann sind ca. 90 cm Luft und dann sind die Doppelachsen vom Tandem. Und diese 90 cm, da muss ich jetzt irgendwie was hinbauen. Damit ich den TÜV bekomme, habe ich da irgendwas hingemacht. Ich will aber jetzt sehen, was ich da machen will. Zweite Sache, der TÜV-Prüfer, also ich ist ein guter Freund von mir, der hat mir gesagt, Luca, eine Scheibe von der Bremse am Anhänger ist schon so langsam angeknackt. Der sagt, guck mal, du kannst so noch fahren, aber ich würde dir raten, dass du das schnellstmöglich tauschst. Dann bin ich gleich am Freitag zu einer Werkstatt. Ich erkläre euch auch später, was die Werkstatt alles macht. Und in dieser Werkstatt habe ich dann, heute habe ich den dann abgeholt, bin dann losgefahren. Deshalb sehe ich eventuell so verschwitzt aus. Ich weiß es nicht,
Also ich bin auf jeden Fall komplett durchnässt, habe den LKW abgeholt und jetzt fahre ich Gas nach Rijeka. Warum ich nach Rijeka fahre, da kommen wir noch später zu. Am Mittwoch bin ich dann mit dem LKW und dem Anhänger zu dieser Werkstatt gefahren. Nee, ich lüge jetzt. Ich bin nur mit dem LKW zu dieser Werkstatt gefahren, weil der Anhänger ja noch keinen TÜV hatte. Wir wollten nämlich Folgendes sehen. Der Typ, der mir den Thermo King versucht hat zu reparieren, der hat mich angerufen und hat gesagt, Luca, mir ist noch was eingefallen. Und zwar, es kann eventuell sein, dass die in Polen gesehen haben, okay, das Kühlaggregat kühlt schlechter, weil da irgendwie Gas fehlt, und haben dann dieses 452 Gas, also ich kann jetzt vielleicht was falsch sagen, anstatt das 404 Gas benutzt, weil es irgendwie anscheinend eine Zeit lang dieses 404 Gas nicht gab oder schwer zu bekommen war. Und er sagt, ich will einfach das auch noch ausschließen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier einen Thermo King, oder besser gesagt ist die Firma Auto Hrvatska. Die sind für Thermo King zuständig. Die sind für Audi. Dort habe ich ja mein neues Auto gekauft. Da kommt auch noch was in diesem Video dazu. Dann, die sind von Volkswagen, Skoda, Seat, Ford. Boah, also alles Mögliche, querbeet. Ich glaube sogar Fiat, also ich bin mir jetzt nicht sicher, und MAN. Und da habe ich gesagt, ja, weil der wollte dann nach Zadar kommen aus Zagreb, damit er dieses ganze Gas rausnimmt und wieder neues rein überfüllt. Weil er sagt, es kann sein, dass sich diese zwei Gase praktisch nicht gut tun, weil er meinte, ich habe sowas noch nicht erlebt, dass beide Aggregate, wenn die normal kühlen, also wenn du Gas einfüllst, kühlen die normal, aber dann überhitzt der Dieselmotor, also beide Dieselmotoren überhitzen dann. Wenn aber der Dieselmotor nicht überhitzt, dann kühlt er nicht. Und das war ihm halt sehr komisch. Er sagt, ja, klar, es kann sein, dass das Problem bei dem bei diesem Kühler liegt, bei diesem Kühlerpaket. Aber probieren wir mal einfach Gas raus, wieder neu rein. Da bin ich zu MAN gefahren, also zu meinem, sagen wir mal, meiner Werkstatt des Vertrauens. Hab gesagt, hey, komm, bitte schaut mal nach, weil bei denen ist momentan Vollstress. Und die haben dann auch am nächsten Tag den LKW gleich genommen, haben das ganze Gas rausgenommen, neues Gas rein, ruft mich an und sagt, Luca, könntest du mal kommen? Ich bin dann gekommen und die sagen, guck mal, das war nicht das Problem. Das Problem wird der Kühler sein, anscheinend. Aber die sagen, da die nicht wissen, wie lange so gefahren wurde und wie lange das Aggregat so gearbeitet hat, hat er gesagt, es kann wirklich gut sein, dass der Kompressor auch am Ende ist. Das heißt, es kann jetzt sein, du wirst jetzt diese ganzen Aggregate, da musst du da noch irgendwelche Ventile, blablabla, tauschen. Das würde dann 2.500 Euro kosten, also 2.5 LKW, 2.5 Anhänger. Dann hast du 5.000 Euro ausgegeben. Problem ist, wahrscheinlich wird dir dann auch bald der Kompressor flöten gehen. Kompressor 3,7, sagen wir mal jetzt mit Montage 4, von mir aus für beide, sagen wir mal 8.000, 9.000, ja, und nochmal die 5, das heißt, wir sind bei 14.000 circa Reparaturkosten. Dann hast du so gut wie alles repariert, aber der Dieselmotor vom LKW-Aggregat und vom Anhänger hat immer noch seine 16.000 Stunden und ist also auch nicht gerade der Jüngste. Das heißt, wir müssen schauen, was wir da machen können. Dann habe ich erst gemerkt, dass die von Thermo King überhaupt nicht so viel Ahnung haben, sondern dass die ganze Zeit in Kontakt sind mit der Firma Thermobil. Das sind also die Hauptvertragspartner in Kroatien für Thermo King. Der Hauptsitz oder die Niederlassung ist in Rijeka oder bei Rijeka.
Dann haben die eine Niederlassung in Zagreb und in Split. Und in Zadar ist es halt die Firma Auto Hrvatska mit dem MAN Service, die das machen. Und dann habe ich dort direkt angerufen, weil ich den kenne. Ich habe früher ja nur Thermoking gehabt, dann bin ich auf Carrier umgestiegen. Auf jeden Fall habe ich dann mit ihm telefoniert und er sagt, ja Luca, ich muss mir das Ganze anschauen. Die haben mir zwar gesagt, das ist das Problem, dies passiert, Folgendes passiert, aber ich würde mir das gerne anschauen. Und deshalb bin ich jetzt unterwegs nach Rijeka. Ich komme da heute Abend, ich weiß gar nicht, wann ich da ankomme. Und morgen früh nehmen die sich dann den LKW und den Anhänger ran und versuchen zu schauen, was wir da machen können. Weil, wenn ich dann wirklich auch den Kompressor tauschen muss, dann werde ich wahrscheinlich zwei gebrauchte Aggregate kaufen. Also ich will dann nicht diese reparieren, sondern ich will versuchen, junge gebrauchte Aggregate zu finden, die ich dann komplett austausche. Es ist natürlich wirklich sehr ärgerlich, weil sowas, dieser Spaß wird um die 20.000 kosten. Aber wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe für 20.000 habe ich ein Aggregat mit ca. 2.000 Stunden, also oder zwei Aggregate mit ca. 2.000 Stunden. Und so hätte ich ja immer noch zwei Aggregate mit je 16.000 Stunden, aber halt einen neuen Kompressor und ein neuer Kühler. Aus diesem Grund bin ich, wie gesagt, jetzt unterwegs und schau mal, was die dort genau sagen und was deren Meinung ist. Ich hoffe, dass die auch eventuell ein paar gebrauchte Aggregate auf Lager haben. Ich weiß es nicht. Oder was heißt auf Lager? Dass die jemanden kennen, der welche hat. Ich habe nämlich zwei angeschrieben, die im Internet, beide sind aus Holland. Die haben im Internet ihre Aggregate inseriert. Ich habe aber bislang immer noch kein Angebot und gar nichts bekommen. Das ist jetzt auch schon 10 Tage her. Von dem her weiß ich gar nicht, ob da überhaupt noch was kommt. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen genervt. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich halt dieses Problem haben werde. Der Mann hat mir gesagt, Luca, die LKWs, bis wir die nicht geparkt haben, die sind ganz normal, alles hat funktioniert, die sind ganz normal gefahren, alles hat ganz normal funktioniert, was ich jetzt einfach sehr schwer nur glauben kann, obwohl wir haben mit ihm gesprochen und wo wir ihm erzählt haben, was alles passiert, hat er gesagt, wenn ich fertig bin mit den Reparaturen, dass er auch einen Teil dazu beitragen will. Das klingt dann ja wiederum danach, dass er wirklich nicht gewusst hat, um was es geht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen auch, was er darunter versteht. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Euro in das Ganze investiere, ich weiß nicht, wie er mir da entgegenkommen will. Aber ich sag mal so, wenn er mir 2.000 Euro entgegenkommt, sind es halt 2.000 Euro und er hat ja irgendwie den guten Willen gezeigt. Aber wie gesagt, das schauen wir noch. Das ist also dieser ganze momentane Stand. Das heißt, TÜV, LKW und Anhänger, alles getüft. LKW und Anhänger eigentlich in einem super Zustand. Aber beide Aggregate, wie gesagt, sind nicht gut. Bei mir ist das Problem, es ist Hochsaison, ich hätte schon letzte Woche eine Tour machen sollen, diese Woche eine Tour machen sollen. Ich kann ja jetzt auch nicht die Tour, die wir diese Woche haben, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich brauche keinen, weil was ist, wenn die das nicht reparieren? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die das nicht reparieren können. Und, was ich auch nicht vergessen darf, man wartet 3 bis 4 Wochen auf diesen Kühler. 3 bis 4 Wochen. Also mit anderen Worten, wenn es auch nur wirklich diese Kühler wären, ist eigentlich dieser Sommer für mich gelaufen, was den LKW angeht. Wie gesagt, es ist sehr ärgerlich und damit verliere ich eigentlich viel mehr Geld und auch ja, Service gegenüber den Kunden als jetzt die eigentliche Reparatur. Also alles in allem
es wird mich viel Geld kosten, die Reparatur, und ich kann diesen Sommer eigentlich vergessen. Und deswegen, ja, ich bin schon sauer. Also ich bin ganz ehrlich gesagt, ich bin sauer, weil ich einfach dachte, okay, das Ding läuft. Ich muss eventuell 2.000, 3.000, 4.000 Euro investieren, dann passt das Ganze. Leider ist dem aber nicht so. Heute ging auch kurz das Lämpchen an, also Motorkontrollleuchte, und dann hat er mir also Gas weggenommen, und ich habe dann einfach nur wieder Gas gegeben, also Tempomat rausgehauen, ich habe dann Gas gegeben und er lief wieder. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber das sind ja genau die Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, sowas kann passieren, oder irgendwie Gas fehlt oder irgendwas musst du am Thermo King machen. Aber dass jetzt beide Aggregate eigentlich wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich beide zum Austauschen sind, das habe ich jetzt ja eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass sowas jetzt möglich ist, weil LKW ist 7 Jahre alt. Ich weiß, die Unterflurraggregate sind viel mehr den ganzen Witterungen ausgesetzt, aber trotzdem, meine Auflieger sind jetzt auch 5 Jahre alt und die laufen ja wirklich 24 Stunden, also 24/7 kann man sagen. Und da habe ich bislang, Gott sei Dank, überhaupt keine Probleme gehabt, außer die normale Wartung. Deswegen schauen wir mal, also das Wochenende sollte ein normales Video kommen, das werde ich dann bei der Rückfahrt machen. Ich weiß auch noch nicht, wie das Ganze aussehen wird, in welche Richtung es gehen wird. Da bin ich genauso gespannt wie die meisten von euch. Jetzt habe ich noch eine Sache, aber jetzt holen wir uns erstmal einen Red Bull. Und nein, ich werde nicht von Red Bull gesponsert, so, ich mag die Dinge einfach. Mein Auto ist da, der Q8 ist da. Ich werde wahrscheinlich so ein paar Fotos einblenden. Der ist jetzt 3,5 Monate vorher gekommen, als ich ihn bestellt habe. Das war absolut nicht so geplant. Jetzt muss ich halt schauen, was ich machen kann mit meinem BMW. Und wie schnell ich das Ganze dann mit dem Q8 realisieren kann. Das Auto sieht sehr schön aus, muss ich ehrlich sagen. Sieht sehr schön aus und ich kann es echt kaum erwarten, dass ich den abhole und damit rumfahre. Ja, eigentlich habe ich ja alles in dem Video schon gesagt, also ich weiß gar nicht jetzt, was ich noch dazu labern könnte. Das Video ist gar nicht so lang geworden, wie ich dachte. Ihr wisst jetzt den Zwischenstand. Ich habe eigentlich die ganze letzte Woche wirklich von bis die ganze Zeit praktisch hier mit dem LKW gekämpft und kämpfe ja immer noch. Ihr seht, ich bin gestresst, ich labere vielleicht ein bisschen querbeet, wie immer, oder jetzt schlimmer als sonst. Aber ich hoffe, ihr versteht es in diesem Fall, weil ich halt, wie gesagt, einfach nicht gedacht habe, ja, wenn der LKW halt bis gestern ganz normal bewegt wurde und also international gefahren ist, dann habe ich mir erhofft, dass das Ding halt funktioniert und dass es da wirklich um Kleinigkeiten geht. Ich bin mir auch bewusst, dass es hier Reparaturen geben wird und das ist auch okay, also dass ich jetzt, keine Ahnung, in einem Monat irgendwas habe und dann vielleicht in 5 was. Das ist alles okay, das habe ich ja auch gewusst, aber dass ich jetzt sofort so viele Probleme habe und diese Teile auch sehr schwer zu beschaffen sind, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich passen, das habe ich nicht gedacht und deshalb bin ich halt enttäuscht und das sieht man, hört man raus wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz will ich mich bei euch bedanken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Daumen hoch, ihr könnt fleißig kommentieren. Wie gesagt, wenn irgendjemand von euch ein gebrauchtes Aggregat hat oder der Chef von euch oder Nachbar von euch, könnt ihr euch gern bei mir melden oder der Nachbar oder der Chef oder wer auch immer kann sich gern bei mir melden. Ich werde wahrscheinlich diese Aggregate brauchen
und somit bin ich eventuell ein guter Kunde dafür. Also nochmal, mir werden hier Aggregate mit 2000 Stunden angeboten für 9000 Euro, also mit Montage ca. 10. Und ich würde aber lieber, weil der LKW auch schon knapp über eine Million gelaufen hat, ich würde lieber ein Aggregat mit 6.000, 7.000 Stunden für so 4.000, 5.000 Euro kaufen. Aber ja, das kann ich einfach jetzt momentan nicht finden. Deswegen solltet ihr was haben, bitte melden. Leute, ich würde mal sagen, es war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.